Aber als Familienpapa ist man natürlich geneigt, einen Kombi zu nehmen. Man hat jede Menge Platz, freut sich über kleine Utilities, die einem da den Alltag versüßen. Fahrt ihr eine Kurve und drückt hier die Seitenwange von dem Sitz ein bisschen runter und dann macht es das hier. Simple Kickfunktion, wenn man die Hände voll hat und vielleicht jemandem einen neuen Bürostuhl mitbringen will. Guckt euch das bitte mal an. Ich kann hier liegen, Leute. Ich kann hier wirklich liegen. Soundsystem. Es ist nicht das Canton Soundsystem. Es ist ein ganz normales Skoda Soundsystem ohne Subwoofer. So, auf geht's. Traktionskontrolle ASR deaktiviert. Launch Control ist da. Und er krallt sich einfach nur rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emotion Auto TV. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Neue Videoreihe, wieder mal ein Fahrzeug aus dem VAG-Konzern. Heute steht hier vor uns der Skoda Superb und das Ganze als Kombi 4x4 mit 280 PS und 400 Newtonmeter. Langer Wortlaut auf jeden Fall für ein langes, großes, geräumiges Auto. Wir werden mal hinten so ein bisschen reingucken, werden vorne ein bisschen reingucken, werden uns mal den Kofferraum angucken. Aber das Ganze dann natürlich wie immer vollkommen aufbereitet dann im Review bzw. im Fahrbericht zu dem Auto. Der Innenraum ist wirklich hier das, wo das Hauptaugenmerk bei diesem Auto drauf liegt. Auch wenn das Ding 280 PS und Allrad hat und damit in 5,3 Sekunden von 0 auf 100 gehen soll. Aber wie gesagt, dazu alles später mehr im Review bzw. im Fahrbericht. Weiß ist er, schöne Farbe muss ich sagen. Generell, ich finde das Auto sehr, sehr schön, steht hier auf 19 Zoll Rädern. Fährt sich fantastisch. Ich bin jetzt noch nicht so viel gefahren, aber das werden wir auf jeden Fall jetzt ändern und dazu nehme ich euch jetzt mit im heutigen POV. Viel Spaß! Ist es nicht ein Riesenteil? Der Skoda Superb hier als 4x4 Kombi. Einer der größten Kombis, den es wahrscheinlich so gibt. Vor allen Dingen auch einen, der preis-leistungstechnisch am interessantesten auf jeden Fall ist. Aber dazu später mehr im Fahrbericht. Heute schauen wir uns das Ding auf jeden Fall mal genau an hier. Ihr seht auf jeden Fall schon mal, ich habe ihn extra so hingestellt, dass einfach die ganze Länge rüberkommt. So um die 4,80 Meter, also knapp fast 5 Meter. Ist dieser Kombi lang und heute werden wir mal nicht so viel fahren, weil ihr könnt euch ungefähr vorstellen, gut 280 PS hat das Ding, der geht auch wirklich gut nach vorne. Wir werden auch keine Zeitenjagd wirklich veranstalten, sondern wir werden das Ding so präsentieren, wie es da ist. Und da gehen wir natürlich nur großartig auf den Innenraum ein, denn die anderen Werte, die sind einfach nur positiver Beigeschmack, i-Tüpfelchen kann man quasi sagen. Ja, er steht auf 19 Zoll Felgen, die sind optional. Stehen ihm aber auch sehr, sehr gut. Das Auto sieht elegant aus, aber auch gleichzeitig sportlich. Klar, es ist ja auch der Sportlane. Und vorweg, leider, ich entferne mich einfach mal wieder ein bisschen. Das Auto kann man so bei Skoda leider nicht mehr konfigurieren. Also Neubestellungen sind wahrscheinlich nicht mehr möglich. Natürlich kann man auch Lager- oder Bestandsfahrzeuge zurückgreifen, beziehungsweise der Gebrauchtmarkt sollte auf jeden Fall ein paar dieser Schätzchen bereithalten. Und ja, das sollte preislich natürlich dann nochmal attraktiver sein, als wie es jetzt sowieso schon ist. Aber fangen wir erstmal an. Das Heck des 280 PS, 2 Liter TSI, prunkt hier mit den zwei Endrohren. Das sind auch keine, wie gesagt, irgendwelche Blenden oder so. Das ist wirklich der Endschalldämpfer. Vorweg, es kommt halt nichts raus, aber es ist auch ein Autopartikelfiltermotor, beziehungsweise es ist ein komplett alltags- und weite Strecken fahrtaugliches Auto. Da ist nicht viel mit Sport. Der Motor, der leistet trotzdem sein Übriges. So, wir machen hier hinten gleich mal auf. Simple Kickfunktion, wenn man die Hände voll hat und vielleicht jemandem einen neuen Bürostuhl mitbringen will oder seine gesamte Fotoausrüstung in dem riesengroßen Kofferraum unterbringen will, dann kann man das wunderbar machen. Hier wirklich alle möglichen Haken für was aufhängen, hier in der Seitentasche noch was zum Unterbringen. Anhängerkupplung hier verbaut in der in dem Schutz hier von der Leiste. Wunderbar. Also und dann dieser Riesenkofferraum, ihr habt es gesehen, hier seht ihr mich. Und dann dieser Platz hier, ja. Das ist wie gesagt meine Sitzposition. Seht ihr auch natürlich nochmal, wenn wir den im Fahrbericht nochmal ganz auseinandernehmen, seht ihr auf jeden Fall, wie viel Platz da drin ist. Aber ich setze mich auf jeden Fall mal für euch rein.
Und ihr seht, guckt euch das bitte mal an. Ich kann hier liegen, Leute. Ich kann hier wirklich liegen und habe hier... Ich komme gerade mal mit Mühe und Not da hinten ran. Und dann habe ich auch noch so eine Raffinesse wie hier. Ich kann natürlich diese Sitz- oder beziehungsweise diese Armlehne hochklappen. Aber ich kann sie auch genauso rausklappen. Hier habe ich zwei Becherhalter. Oder wenn mir ganz langweilig ist, kann ich auch noch das hier hinstellen. Beziehungsweise hier mein iPad, Tablet oder was auch immer einklemmen. Und kann damit sogar vielleicht sogar Filme gucken. Hier hinten, wenn ich jetzt nasse Haare hätte oder so und ein 150 Watt Föhn ausreichen würde, könnte ich hier sogar eine 230 Volt Steckdose in Anspruch nehmen. USB-C natürlich zum Handyladen bzw. Klimaautomatik selbstverständlich mit an Bord. Wir sitzen hier schon hinter dem wunderschönen Gestühl. Kennen wir auch schon aus dem Octavia S. Wer das nicht gesehen hat, ich packe es euch mal gerne oben rein. Könnt da reingucken. Auch ein sehr, sehr tolles Auto, aber vom Platzangebot, vom Komfort kann man da auf jeden Fall, muss man den Superb nehmen, wenn man das denn möchte. Ja. Das soll es erstmal zu hinten gewesen sein. Wie gesagt, hier allerhand smarte Ideen, wie man es halt kennt. Simply Clever ist ja der Slogan von Skoda. Natürlich, man kennt den Eiskratzer in der Tankklappe bzw. den Profiltiefenmesser. Wenn wir natürlich hier die Tür aufmachen, dann finden wir hier den Regenschirm natürlich auch auf der Beifahrerseite. Genauso wie das Keyless, was hinten auch an den Türen ist. Man muss also nicht zur vorderen Tür greifen bzw. die Fernbedienung benutzen. Schauen wir mal ein bisschen hier von hier weiter rein. Da sieht man schon die verlängerte Beinauflage, das ist ein Extra, aber das lohnt auf jeden Fall für Leute, die ein bisschen größer sind, generell für Leute, die ein bisschen größer sind und trotzdem Panoramaschiebedach wollen, was er natürlich auch hat, denn dieses Auto ist voll, voll, voll. Man hat einfach genug Kopffreiheit. Werde ich, wie gesagt, im ausführlichen Fahrbericht nochmal näher drauf eingehen, aber das Auto ist nicht von außen nur groß, kennt man ja auch vielfach irgendwelche Designkombis, die nur mit der äußeren Hülle protzen und innen dann relativ klein sind. Das Auto hat jede Menge Platz und sieht sogar noch richtig gut aus mit den schwarzen Akzenten, mit dem schwarzen Kühlergrill, der LED-Matrix-Scheinwerfer, der wunderbar ein- und ausblendet. Hier kennt man auch schon aus dem Octavia, der hat im Prinzip das gleiche System verbaut. Aber ansonsten, also ihr merkt schon, Leute, ich schwärme von diesem Auto, weil das mal ein ganz anderes Fahrzeug ist wie mein Alltags-Fiesta bzw. kleine Sportwagen. Klar fahre ich die auch gerne, große Sportwagen, Audi R8, wer es nicht gesehen hat, oben auch nochmal der Link. Ganz, ganz tolles Auto, Sound vom Allerfeinsten. Aber als Familienpapa ist man natürlich geneigt, einen Kombi zu nehmen. Man hat jede Menge Platz, freut sich über kleine Utilities, die einem da den Alltag versüßen. Und davon hat der Skoda jede Menge und vor allen Dingen hat er dann auch noch jede Menge günstige Extras da drinne, beziehungsweise der Preis spielt natürlich auch eine Rolle. Klar, kann ich auch einen Kombi oder sagen wir mal einen der größten Kombis mit dem stärksten Motor, den es gibt, zum Beispiel einen RS6. Klar kann ich den auch kaufen, aber da bin ich weitaus teurer. Ich glaube, da kriege ich 2 oder sogar 2,5 von dem hier. Ja, wie gesagt, vorne natürlich der Vollständigkeit halber auch nochmal den Kühlergrill. Jetzt nichts Aufregendes, aber auf jeden Fall auch nicht hässlich. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gelungen, das Auto. Ich bin mal gespannt, im Herbst kommt der neue Superb auf den Markt. Bin mal gespannt, was der so zu bieten hat, ob er an die alten Vorzüge bzw. ob er an das Ding hier anknüpfen kann. Ja, das erstmal von außen. Schauen wir uns nochmal innen um. Wie gesagt, ja, ich sehe gerade einen kleinen Wermutstropfen, muss ich euch leider zeigen. Da war ich auch ein bisschen, naja, enttäuscht, will ich jetzt nicht sagen, aber ich war schon ein bisschen angefressen. Das Mikrovelour, das hier, das sitzt sich super. Also ich war ja erst Lederfan, aber ich sag ganz ehrlich, also ich würde immer wieder zu Stoff greifen. Hier auch nochmal wunderschön gemacht, die Türvertäfelung hier mit so ein bisschen Carbonoptik, sage ich mal, hier drunter findet man dann natürlich auch nochmal ein bisschen indirekte Beleuchtung, die man sich einstellen kann. Alles wunderbar, alles wunderschön. Wir steigen mal ein. Schauen uns das Ganze mal hier im Cockpit an. So, und ich mache bewusst jetzt schon die Tür zu und zeige euch, was ich meine. Fahrt ihr eine Kurve mit diesem Fahrzeug? Es ist wunderbar still. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich werde gleich demonstrieren, wie leise es ist in dem Auto. Dann fahrt ihr eine Kurve und drückt hier die Seitenwange von dem Sitz ein bisschen runter und dann macht es das hier. So, und ihr könnt euch vorstellen, wenn da jetzt richtig Gewicht gegenkommt oder auch vom Beifahrer oder es ist wärmer draußen, das Auto ist wärmer, heute geht es ja tatsächlich ein bisschen, denn obwohl das Auto an sich sonst rundum gelungen ist, Apple CarPlay, Wireless, sämtliche Features, natürlich alles Ausstattungspakete, die Klimaanlage funktioniert wunderbar, das Riesenplatzangebot, Panoramaschiebedach, Soundsystem, Leute, es ist nicht das Kanton Soundsystem, es ist ein ganz normales Skoda Soundsystem ohne Subwoofer, ich habe ihn vergeblich gesucht.
Das scheppert euch die Ohren raus. Also wenn ihr beim Gebrauchtwagenkauf zum Beispiel auch darauf achtet, ich will unbedingt das bessere Soundsystem. Ich habe vielfach gelesen, das Kanton setzt nicht unbedingt einen drauf. Aber ich kann euch das hier als Musikliebhaber, als lauter Musikhörer im Auto mit auch Bass, mit allem, was dazugehört, wärmstens empfehlen. Das Ding ist wirklich vollkommen geil. Damit genug. Ich schnell mich an. Und dann würde ich sagen, dann drehen wir noch ein Ründchen. Starten wir natürlich hier mit dem Startknopf. Und dann läuft das gute Stück auch schon. Lösen wir die elektrische Handbremse. So, dann machen einmal kurz die Tür auf. Er wird jetzt natürlich wieder piepen, denke ich mal. Oder machen die Fenster auf, ist wahrscheinlich besser. Und dann hören wir mal kurz, aber ihr werdet nichts hören. Gar nichts. Also da kann ich auch auf Sport schalten. Habe ich natürlich hier auch mit dem Fahrmodi-Schalter die Möglichkeit. Aber ihr werdet nichts hören. Schauen wir uns mal noch ein bisschen den Tacho an. Wie gesagt, ich habe hier meine Mittelansicht wieder gewählt. Links und rechts könnt ihr euch natürlich separat natürlich einzeln einstellen. Wir haben da auf jeden Fall noch die Wasser- und Öltemperatur, die wir uns anzeigen lassen können. Das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Dann haben wir hier die Kartendarstellung mit zwei nebeneinander Rundinstrumenten. Dann können wir hier noch weitergehen. Das ist die gesamte Karte, falls wir uns wirklich irgendwo neu zurechtfinden müssen. Hier nochmal so ein bisschen neuer, ein bisschen abgespaceder, minimalistisch. Ihr seht schon, links und rechts gehen die beiden Lämpchen von der Tankanzeige bzw. von der Wasseranzeige auch noch komplett weg. Schalten wir wieder um, landen wir wieder beim Mitteltacho. Sehr, sehr schön gemacht auch. Wie gesagt, die Ambientebeleuchtung ist jetzt gerade ausgeschaltet, aber die ist natürlich auch noch in Einklang mit dem Tacho. Das heißt, die Farbe, die die Ambientebeleuchtung hat, die passt sich an den Tacho an. Ihr seht, ich habe da ein bisschen Blau unter dem Zeiger. Ich habe auch gerade Blau gewählt. Ja, beheiztes Lenkrad, Schaltwippen an dem Lenkrad. Generell das Lenkrad haptisch, ist das Auto echt sehr, sehr schön. Bis auf hier dieses Gegnarze ist das Auto die Wucht. Hier alles Softtouch, 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 Softtouch. Sehr, sehr schön, Softtouch, wunderbarer Sitz. Hier schön, alles geil. Da kann man nichts gegen sagen, absolut nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sind meine Lieblingswählräder hier an diesem Multifunktionslenkrad im ganzen VAG-Konzern. Weil das ist Metall und ihr hört schon, das ist richtig schön gebaut. Das ist richtig schön. Also generell ist es auch ein sehr schön designtes Auto. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Wahlstufe D. Und fangen mal das Ganze im Sportmodus an. Ihr seht dann schon, dann schaltet er in den S-Modus und dreht auch ein bisschen höher. Das finde ich auch so schön. Alles Mögliche, was wir hier haben wollen, ist mit Knöpfen geregelt. Nicht irgendwie übers Menü und das Klimamenü und dann da und dann stürzt ab oder ist langsam, weil es noch nicht hochgefahren ist. Alle wichtigen Sachen, Sitzheizung, heizbare Heckscheibe, alles sowas, Klimabedienteil, alles ist über Knöpfe geregelt. Traktionskontrolle, Fahrmodi-Schalter, Start-Stopp-Automatik, alles per Knöpfe und so wünsche ich mir das halt auch. Und jetzt haben wir aber genug gequatscht. Ihr wollt auch noch ein bisschen fahren. Wer die Parameterlenkung in seinem Skoda dann drin hat, der wird jetzt auch merken, es ist auch ein bisschen schwerer geworden. Das kann man sich dann natürlich alles nochmal separat im Fahrmodi-Menü bei Individual konfigurieren und einstellen. Aber wir fahren jetzt erstmal den Sportmodus, wie er im Buche steht. Start-Stopp-Automatik ist aktiviert. Und ich kann euch sagen, das DCC in dem Fahrzeug ist auch erstmal gewöhnungsbedürftig, wenn man aus einem Gewindefahrwerk kommt, was der Fiesta nun mal hat, beziehungsweise den GR86, wer sich für kleine Coupés von Toyota zum Beispiel interessiert. Auch ein sehr, sehr spaßiges Auto, auch oben nochmal gerne, der Link könnt ihr gerne reinschauen, ein Like da lassen. Und ja, wenn den Kanal noch nicht abonniert hat, der kann das ja auch schon mal machen, dann hätten wir das auch schon mal erledigt. Aber wie gesagt, das Fahrwerk im Normalmodus, und wir fahren jetzt im Sportmodus, ist im normalen Modus aber schon sehr, sehr weich. Also ich habe gedacht, ich habe vielleicht sogar einen Reifenschaden oder irgendein Dämpfer ist kaputt. Aber das macht halt auch einfach die Länge von diesem Skoda Superb. Hier im Sportmodus, da ist die Lenkung auch auf jeden Fall wach. Ihr hört ein bisschen da ein bisschen durch die Gegend purzeln. Das ist halt normal. Es ist halt nichts fest im Kofferraum. Aber ihr seht, er wankt ein bisschen mit. Klar, das ist eine große, das ist ein großes Reisefahrzeug, ein großer Reisekombi. Und demzufolge darf der im Sportmodus auch ein bisschen mitgehen. Trotzdem kann man damit seinen Spaß haben auf kurvigen Landstraßen. Ja, jetzt bewegen wir uns aber mal in den Modus, den ich am liebsten mag. Das wäre der Normalmodus. Da gibt es auch Segeln. Ihr seht, quasi, ich bin vom Gas gegangen. Der Tempomat ist aus. Natürlich haben wir auch Traffic Assist und ACC und was nicht alles.
Verkehrszeichenerkennung, er reagiert auf Verkehrszeichen, haptisches Lenkrad, also ihr müsst es nur leicht berühren, dann merkt er, dass er da ist und macht quasi alles alleine. Aber im Normalmodus fängt er sogar auch schon an zu segeln, dafür müsst ihr nicht in den Economy-Modus wechseln. Und das Fahrwerk wird noch mal ein bisschen weicher, als wir das eben schon hatten. Und trotzdem ist mein Lieblingsmodus in diesem Fahrzeug der Komfortmodus. Ihr seht schon die kleine Wolke da eingeblendet. Ihr seht schon völlig stressfreie Anzeigen, wie zum Beispiel Restreichweite oder rechts, dass keine Zielführung aktiviert ist. Quasi das Ding ist ausgelegt für weite Strecken, für Autobahnen. Und ich sage euch eins, fährt man das ein bisschen zu forsch in eine Kurve, dann ist das schon ein sehr krasser Affentanz, weil das Ding sehr, sehr weich ist. Aber ansonsten, ihr merkt hier alles, die kleinen Huppel und sowas alles, das ist wunderbar, das federt da alles weg. Wir hören jetzt hier auch noch mal so ein bisschen rein, wie das Fahrzeug sich so anhört. Biegen hier die erste wieder raus. Aber wie gesagt, ihr hört halt einfach nicht viel. Und da habt ihr es jetzt schon gemerkt, also es wurde schon ein bisschen schwammiger. Aber ansonsten hier so ein Gulli oder sowas, das nimmt er einfach weg. Das ist einfach quasi gar nicht da. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und das Fenster wieder zu. Hört ihr vielleicht im nächsten Kreisverkehr mal das Geräusch, was ich hier leider überhaupt am unschönsten finde. Was können wir noch machen? Wir können auf jeden Fall, wie gesagt, der ACC, ich bin ja so ein richtiger Tempomatfahrer, gerade auch bei meinem Schaltwagen bzw. bei meinem Fiesta ST fahre ich super, super gerne mit Tempomat, weil der Travel Assist, der macht halt auch alles. Er erkennt einen Kreisverkehr voraus, fährt extra langsamer, sodass wir hier eigentlich durchrollen können. Ihr seht quasi, ich bremse überhaupt nicht, ich lenke einfach nur und fahre hier durch. Jetzt hört das Gnarzen zumindest mal nicht, aber ich kann euch sagen, es ist da. Und so, wie gesagt, er beschleunigt dann halt auch immer wieder auf das, was er hier erkennt. Er sagt jetzt zwar erst 80, aber er sagt 70 voraus, passt die 70 jetzt gleich an. Wunderbar, kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Für mich ein rundum gelungenes Auto, das Infotainment funktioniert, da stürzt nichts ab, Apple CarPlay und Android Auto Wireless. Soundsystem ist fantastisch. Platzangebot ist fantastisch. Also ihr hört hier quasi nur Lobreden, was ja eigentlich nicht so meine Prämisse ist. Ich möchte ja schon sagen, was ich wirklich nicht gut finde an Fahrzeugen, aber ich finde hier an dem Auto wirklich nichts, was nicht richtig gut ist. Ich bin schon recht weit gefahren. Er ist gerade mal noch unterhalb voll. 220 Rest hat mir, wo er voll war, waren es 750 Kilometer Restreichweite. Gut, der Tank ist jetzt auch nicht wirklich klein, aber wir haben ja halt auch einen Allrad. Selbst dann, wenn wir jetzt irgendwie Unweg oder schlechte Wegstrecke vor uns haben oder so ein bisschen Schotter oder so, das funktioniert auch alles. Und dann auch noch sportlich. Also wir können hier auch gerne mal einmal ganz kurz anhalten. Wir gehen nochmal auf den Sportmodus und zum Abschluss zeige ich euch einfach auch nochmal die Launch Control. Das zeigt einfach nochmal, wie krass dieses Auto den Spagat kann zwischen sportlich und viel Platz. So. Auf geht's, Traktionskontrolle ASR deaktiviert, Launch Control ist da und er krallt sich einfach nur rein. Und jetzt müssen wir auch schon wieder langsamer fahren, weil hier nur 70 Kilometer pro Stunde erlaubt sind. Wie gesagt, das sollte abschließend reichen zum Skoda Superb, zum PUV. Es ist wirklich ein wahnsinniges Auto. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterreden, aber so lange würde der GoPro-Akku auch gar nicht ausreichen. Und ihr werdet wahrscheinlich auch irgendwann gelangweilt. Aber wer das Auto wirklich in Erwägung zieht, schaut es euch an. Es ist ein ganz, ganz tolles Fahrzeug. Ja, und das soll es auch gewesen sein vom allerersten Video zu unserem Skoda Superb. Ihr habt schon eine ganze, ganze Menge gesehen. Wir haben ihn erfahren. Ihr habt den Kofferraum euch angucken können. Ihr habt schon gesehen, was hinten für Platz ist und wie man halt vorne auch noch bedient wird, sage ich mal. Und vor allen Dingen auch ganz vorne mit dem 2 Liter, mit den 280 PS und 400 Newtonmeter, mit dem Allrad und dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Das Ding fährt einfach richtig, richtig rund und richtig, richtig geil. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von so einem großen Kombi haltet, im Vergleich vielleicht auch zu unserem Kodiaq, den wir hatten. Würde mich mal interessieren, ob ihr eher Team Kombi seid, beziehungsweise eher Team SUV, oder ob ihr sagt, das ist viel zu groß, das brauche ich nicht, für meine Familie reicht auch zum Beispiel ein Golf. Würde mich mal interessieren, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch wieder gefallen hat, lasst dem Video ein Däumchen da. Kanal abonnieren, nicht vergessen, wer es noch nicht getan hat, und dann sehen wir uns auch das nächste Mal wieder bei eMotion Auto TV. Bis dann, macht's gut, ciao.
Thank you.